So wie jedes Jahr, herzlich willkommen zu meinem Halloween-Special. Dieses Jahr dreht sich bei mir alles um koreanische Gruselgeschichten. Genauer gesagt um Manhwa, also koreanische Comics. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, das Ganze so gruselig wie möglich zu vertonen und ich hoffe natürlich, euch gefällt das Special. Auch wenn es jetzt nicht fucking super gruselig ist, denke ich, dass es zur Halloween-Stimmung passt. Außerdem gibt es dieses Jahr 2 Videos. Ihr könnt hier klicken, um, naja, wie durch schwarze Magie zum anderen Video zu kommen. Kleine Anmerkung. Manchmal verwendet der jeweilige Sprecher eventuell ein anderes Wort, als es in der Sprechblase oder so steht. Passiert. Hauptsache, das Take ist gut. Achtet nicht so viel auf das, was da steht und vielmehr auf das, was über euch abgeht. Yo! Ich empfehle Kopfhörer, falls irgendwer stirbt, einen Herzinfarkt bekommt oder ein Kind gebärt. Nicht meine Schuld, hättet ihr lieber ein Katzenvideo sehen sollen. Lol. Genug gelabert. Viel Späßchen. Sagen das die coolen Kids von heute so? Späßchen? Keine Ahnung. Happy Halloween! Ach, wirklich? Lass uns dann Happen essen gehen. Willst du nicht mit zu mir kommen? Wir können ja zusammen Hausaufgaben machen. Klar, sehr gern. Hast du Mathe schon gemacht? Nein, noch nicht. Einige der Aufgaben sind aber auch schwierig. Mathe liegt mir eigentlich nicht so. Was ist denn? Ach, es ist nur... Irgendwie ist sie mir unheimlich. Kennst du sie denn? Wir gingen mal auf dieselbe Grundschule. Sie geht wohl immer noch allein nach Hause. Findest du sie nicht auch irgendwie gruselig? Das ist bestimmt auch der Grund, warum sie keine Freunde hat. Ich weiß auch nicht wieso, doch immer wenn ich sie sehe, läuft mir ein Schauer über den Rücken. Verdammt, warum muss der Fahrstuhl ausgerechnet heute kaputt sein? Bin ja sowieso schon spät dran. Oh, verdammt, mein Lehrer killt mich. Hm. Was zum... Ist Schwesterchen etwa noch zu Hause? Hat sie nicht vorhin das Haus verlassen? Sofort abholen. Da ist ein Mann, der mich verfolgt. Ich weiß nicht. Ich habe mich in so einer Art Schuppen versteckt. Ich habe solche Angst. Ehrlich. Ich kriege totale Panik. Beeil dich und komm mich abholen. Ja, genau. Die Straße von dieser Telefonzelle. Wenn du die Straße runtergehst, siehst du eine grüne Tür. Ah! Oh Gott, oh mein Gott. Hilf mir, Papa. Wir müssen da raus, öffnen diese Türe. Heilen Sie sich doch. In diesem Raum. Machen Sie auf! Aufmachen! Findest du diese Frau nicht auch irgendwie unheimlich? Hä? Wo? Wer denn? Hier, gleich da vorne. Hä? Na, da drüben. Sie sitzt auf der Bank gegenüber von uns. Da, die Frau auf der Bank. Wo denn? Da sitzt doch gar keiner.
Willst du mir etwa Angst machen? Nein, sie sitzt doch genau dort. Hör auf, so zu tun, als wäre sie nicht da. Das macht mir Angst. Nein, ganz im Ernst, da ist keiner. Du siehst da wirklich keine Frau mit langen schwarzen Haaren? Nein, ich sehe da nur eine leere Bank. Oh Gott, sie ist aufgestanden. Oh nein, hat sie uns etwa über sie reden hören? Jetzt hör bitte damit auf, das ist nicht witzig. Oh Gott, jetzt schaut sie zu uns rüber. Was sollen wir machen? Ich sagte doch, du sollst damit aufhören. Im Ernst, das ist absolut nicht lustig. Hör auf, mir Angst zu machen. Du hast doch wohl nicht ernsthaft vor, weiter mit diesem dummen Scherz zu machen, oder? Oh, ja, stimmt. Ich hab nur einen Witz gemacht. Kriegst Nachrichten von einer unbekannten Nummer? Ja, und es macht mir langsam Angst. Das ist nur jemand, der dir einen Streich spielen will. Mach dir keine Gedanken darum. Sei etwas netter zu den Leuten um dich herum. Aber Dongo, wie du weißt, lerne ich gerade für meine Examen. Ich habe deswegen eine neue Nummer und du bist der Einzige, dem ich sie gegeben habe. Du hast gesagt, wenn ich Hilfe beim Lernen brauche, würdest du mir helfen. Also was soll der Quatsch? Wieso verarschst du mich? Was zum... Ist da draußen jemand? Hä? Wer ist da? Steht da wer vor der Nachbarswohnung? Ah! Was zur Hölle? Hä? Wo ist es hin? War es nicht gerade noch... Bitte warten Sie! Öffnen Sie nicht die Tür! Ich sah gerade jemanden vor Ihrer Tür stehen. Dort hinten! Ich wollte, dass sie wegging. Und dann humpelte sie in die Richtung, in die ich gezeigt hatte. Ich glaube nicht, dass du ihr helfen kannst. Ich an deiner Stelle würde schnell abhauen, bevor du noch mit hineingezogen wirst. Verarschen die mich? Meint die das etwa ernst? Nanu, wo ist sie hin? An einer gewissen Stelle begraben liegt eine Familie. Sie wurden verurteilt zum Tode durch Enthauptung, wegen Falschbeschuldigung vom König Quang He. Eines dieser Familienmitglieder war ein kleines Kind, das gerade einmal zu sprechen begonnen hatte. Man sagte, dass die Leiche des Kindes die Berge herabstieg und ein Dorf heimsuchte. Der König, der von dieser Geschichte hörte, ließ einen schweren Stein auf das Grab der Familie platzieren, und so wurde der Geist nicht wieder gesehen.